Jede Kuh hat einen Namen und die Kühe gehören zur Familie. Und wisst ihr, was das Schönste an dem heutigen Tag ist? Ja. Das Ring. Das Ring. Wisst ihr warum? Weil da wächst der Futter für unsere Kühe. Genau. Das brauchen wir, oder? Genau, das haben wir heute früh. In Wahrheit, wenn wir Trockenheit hätten, hätten wir ein Problem. Hätte. Dann schauen wir sie euch eure Kühe, oder? Schauen wir sie genau, an. Schaut sich an. Jetzt gehen wir Kühe schauen. Der Klausi war der Erste, was in den Stall eingezogen ist. Was der Rüssel am falschen Samstag obertrunken. Das war der Erste. Und die Dude ist dann am Mittwoch gekommen und die Arabella war schon oben im Stall. Ja, da fallen die Leute die Milch selber um. Ja. Also ich tue nicht ausliefern, sondern ich tue mehr oder weniger... Selbst abholen. Ja, das ist auch schon alles. Und was ist das da? Wie viel Prozent Fett haben wir da drin? Wir befinden uns beim Herrn Schöni in Breitenfurt. Die Leute nehmen uns eine Milch. Okay. Was kostet die Milch? Die Milch kostet ein Liter 80 Cent. Und wo drückt man da drauf? Nein, die Leute wissen das. Aber die müssen weißen. Da aufmachen und nehmen sie eine Milch und das Geld geben sie dann in das. Da muss man aufmachen. Genau. So, da ist der Stier. Das steht sehr gut, oder? Super. Aber für einen Kaffee oder so, schaut das noch relativ trunken aus. Jetzt machen wir das gut auf. Jetzt hab ich. Ich schau, sie ist brav. Vielleicht begrüßt ihr euch einmal, oder? Bitte, das weiß überhaupt keiner, dass du Würsteln hast und dass du Schafe zum Spinnen, also Wolle zum Spinnen und so. Ja. Nein, sie hat nämlich gesagt, sie kann. Ich kann nämlich spinnen. Ja. Er sagt, er kann auch spinnen. Aber ordentlich. Und für sie kommen die halt relativ mit wenig. Genau. Sie kann nicht auf die Schafe so hinrennen. Das sind keine Kuscheltiere. Schade. Ja, schade, ja. Sind sie so umpflegend, das auch. Darum ist so eine Herde schon im Ort ein gewisser Garant für so eine nachhaltige Pflege dort, wo es halt vielleicht anders gar nicht möglich ist. Mhm, in Russland hat er die Schafe eben kennengelernt, dort rennen halt viele, also die Russen. Alles Gute zum Geburtstag. Danke. So wisst ihr das? Naja, oder ja. Gibst das du das Kevin her? Also du magst das nein, fertig. Ich kaufe ja die von der Irene, fast alles, nicht, was ich habe. Von der Einpacher, wo wir heute schon waren. Wann hat sie gesagt? Und vermarktest das du in die Fleischkisten oder tust das du? Ich kaufe nichts mehr. Gar nichts mehr. Ich verkaufe alles ganz lebend. Also lebend. Mhm. Ja, dann schau mal rein in den Stall. Das ist beste Silo-Futter-Qualität. Ja? Das muss man sagen. Nein, nicht alles so. Das heißt, 23 Jahre Biobetrieb, bitte. 23. Wo sind wir jetzt gerade? Ja, wir sind jetzt beim Bernd Hofbauer im rechten Graben, Breitenfurt. Mhm. Ich habe Eigengrund, habe ich ca. 11,3 Hektar und bewirtschafte so zwischen 40 und 45 Hektar für andere mit. Bernd, das muss man auch dazu sagen, ist aus dem Grund auch dabei, weil er letztendlich wirklich einer der Pferdebetriebe ist, die ich selber mache und die wirklich einen großen Beitrag zur Ortsbildpflege. Wenn das nicht stimmt, ja, dieses eine Stehen. Mhm. Jetzt steht es ein bisschen rein. Siehst du das? Ja. Das war jetzt schon okay. Ja? Und wenn das nicht stimmt, dann kannst du nicht machen mit einer Sinks, dann haust immer in die Erde rein. Ja? Schau, es geht. Ja, es ist schon draußen, du siehst. Ja? Na bitte, das schaut super geschmeidig aus. Baba, tschüssi. Lieber Bernd, danke. Für die Gute. Tschüssi. Servus. Na du. Du. Na, Sandy. Du hast gerne im Wald. Na, Sandy, Lieber. Ja, das ist von. Das war ein Hochzeitsgeschenk meiner Tochter. Die eine. Die dunkle. Und die hat da das weiter
Weitere verbleiben gesichert. Und der, der Saubär, nein, der Saubär ist noch drin. Ist der noch drin? Ja, das ist er das nicht? Ich sehe es ja nicht. Aber das ist ein ordentlicher Lakel dann. Derzeit haben wir Rind- und Schweinefleisch. Und nächste Woche dann die ersten Hühner. Und Hühner haben wir dann so alle 4 Wochen, also einmal im Monat. Mhm, jetzt über den Sommer. Heute ist er geschlossen. Wann haben wir geöffnet? Geöffnet ist immer Samstag von 10 bis 14 Uhr. Danke. Wir sehen uns um 7 Uhr. Oliver, danke. Beim Schredelhof sind wir jetzt. Okay, passt. Ich meine, viele kennen ihn, manche vielleicht nicht. Wir sind mehr so ein Partyhof. Ein Partyhof? Es gibt Bauern. Deine zwei Mitarbeiter? Ja. Und du lebst von den Viecher oder ist das eher so? Nein, ich lebe mit den Viecher. Wie kann man das automatisch entmisten, hast du gesagt? Nein, mit dem Traktor. Also ich fahre dann überall mit dem Traktor rein und kann das ausmisten. Das ist das. Nein, aber die haben ja das Paradies auf Erden bei dir. Naja, so ein bisschen schon. Meistens schon. Weißt du auch oder nicht? Ich muss ja, bist du süß. Die ist ganz flauschig. Die ist ja Wahnsinn. Na, bist du ein flauschig? Aber die sind wirklich lieb. Gell? Ja, ja, die sind wirklich lieb. Das sind Hochzeitsgeschenke von Nathalie und Alexander. Für, nicht von. Die sind aber auch ganz schön groß geworden, bis zu Nare. Die sind riesig geworden. Die kenne ich ja noch viel, viel kleiner. Mitter, beim Biobauernhof Mitter können wir dann hoffen. Mitter und Eisler, weil wir ja heißen verschieden, meine Frau. Und kann man schon so. Also wir haben überhaupt die Sonntag was den Kunden zu uns schon. Ich weiß, also wir machen Frischkäse und Milch, wir haben nur ein paar Ziegen, also alles was im Markt, was nur vermarkten geht. Man kann überall mehr haben und dann darf ich nicht. Dann muss ich das nicht hergeben. Ja. Wir tun nur so viel, wie vermarkten geht. Wir sind beim... Ja, wir sind beim Biomitter in der Packhalle in Breitenfurt. Wir verpacken biologische Lebensmittel und bringen es an Privathaushalte. Also meistens an Privathaushalte, natürlich auch an Büros und Schulen, Kindergärten. Und liefern das von Montag bis Freitag aus. Super, was gibt es da für Kisten? Schauen wir uns die an. Okay. Jetzt aber, da wird es natürlich im Winter dann ein bisschen mehr Wurzelgemüse und Lagergemüse, ne, logischerweise. www.biomitter.at, da finden Sie alle Informationen rund ums... Servus, Herr Fassl. Hallo, servus. Wir sind jetzt beim Herrn Fassl, Imkereibetrieb in Breitenfurt. Mein Licht und da fliegt schon. Und da hinsetzen. Ah, da sitzt ein bisschen Waben hergelegt. Ich sehe sie. Das ist eine Mittelwand und das ist eine ausgebaute Wabe, wo dann die Bienen Nektareintragung und Honig und Pollen. Aber du siehst, die sind total gutmütig, die kannst du fast streicheln, gell? Ja, naja, tu dir nicht leid. Ja, kannst du sagen. Hm, schmeckt der eigentlich schon ganz schön süß. Ich kann ihn Honig, nein, aber jetzt habe ich ihn wirklich geschmeckt. Also jetzt, ich habe ihn Honig geschmeckt. Also. Und Winterbehandlung gemacht und wir müssen uns ja sehr kümmern um die Bienen jetzt. Ja. Das ist nicht mehr so, wie es einmal früher war. Den ganzen Freitag herumfahrt. Wo sind wir denn jetzt? Bei der Irmischöni. Irmischöni. In Hochrothherd. Im Prinzip rennt ja das alles sowieso rund. Ne, ich sage einmal, die Obstwiesen sind unser Hintergrund. Ja, da gibt es ja einen Most, ne? Ja. So, und da ist der Baum quasi, der dann dieses edle Produkt Apfelmost und Apfelsaft quasi. Und Schnapserl. Und Schnapserl ermöglicht. Und auf das trinkt man jetzt. Prost! 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 Jetzt sind wir bei der Maria Sackmüller in Großhöniggraben. Genau. Maria, was magst du so? Ich bin Kräuterpädagogin und mein Schwerpunkt liegt eigentlich auf der bei der Wissensvermittlung. Aber natürlich kann ich nicht widerstehen, wenn ich die Kräuter und das Wildobst in der Gegend herum wachsen sehe und verarbeite diese Produkte wie Marmeladen oder
eingelegte Gemüse, Kräutersalz, Pesto, alles was man halt sagt. Das Schwerpunkt liegt schon auf Wissensvermittlung mit Kräuterwanderungen. Und wie kommen wir zu den Informationen? Dass über die Homepage www.hallonatur.com www.hallonatur.com. Und dann habe ich noch eine Facebook-Seite oder der direkte Kontakt, natürlich einfach anrufen und fragen. Facebook-Seite? Hallo Natur. Hallo Natur. Und der Lippenblütler, wenn man da gut sieht, wenn man das rauszieht, das ist so eine Art eine Ober- und eine Unterlippe. Und die Lippenblütler sind bekannt für ihre ätherischen Öle, der Salbei, der Thymian, das gehört alles zu den Lippen. Wenn er schon blüht, aber natürlich ist die Kraft dann mehr in der Blüte als in den Blättern. Aber es grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Ja, grüß Zimmer. Richtig. Essen viele Eier, oder wie? Na, das sind die Hüllen, die sind so rausgeschlüpft. Nein, das sind die Schalen, die Kräuter, die hängen wieder retour. Die tue ich trocknen, weil ich tue relativ viel backen. Ja. Die muss man dann trinken. Ja. Und dann tue ich sie an der Glas sehr, sehr drücken. Ja. Und dann kriegst du es. Und wann habt ihr offen den Hofladen? Nur zu den Verkaufstagen, wenn wir Fleisch haben. Aha. Nach Benachrichtigung. Also jetzt zum Beispiel am 14. Mai haben wir ja, wieder offen. Ja, genau, und am 21. haben wir dann Rindfleisch. Am 21. Ja, Mai? Ja, vom okay. Wienerwald Weiderind haben wir dann Rind. Okay. Was kriegen wir jetzt mit? Der richtige Fuhrer. Nein, ich werde ein Paket. Wiedersehen. Wiedersehen. Die haben Leber. Kleinere Viecher quasi selber, haben wir eine große Fleischhuckerei da dabei, einen wirklich tollen Schlachtraum. Was gibt es da bei Ihnen? Rindfleisch, Schweinefleisch, Fohlenfleisch, okay. Verschiedene Wurstprodukte, Wild. Wild können wir auch kaufen. Cool. Mhm. Ein Vakuumfüller, das ist die Maschine, die was das Bret macht. Die macht das ganz fein. Ja. Und das ist die Maschine. Und wann ist der Leberkäse fertig? Ja, gar nichts. Der wird jetzt einmal gemacht, der wird jetzt einmal produziert, dann bleibt er 24 Stunden stehen zum Röten. Ja. Und dann wird er erst kochen. Und wann kann ich einen kaufen? Angenommen, ich möchte bitte einen Pferdeleberkäse. Gibt's immer. Gibt's immer? Ja. Ist immer da? Ist immer da, ja. Wahnsinn, ich habe das überhaupt nicht gewusst. Kann ich da immer herkommen, ja, zu Ihnen zum Kühmeier und ein Fleisch kaufen? Oder jederzeit, außer Montag können Sie immer kommen. Ja, jederzeit. Und da kann ich nicht nur die Würsteln, die drinnen sind, in der Vitrine, nein, sondern... Sie können ein Fleisch immer haben. Also wir haben jederzeit also Schweinefleisch, Rindfleisch. Sie haben uns jetzt gerade erzählt, vielleicht noch einmal, dass Sie uns erzählen von diesem stressfreien Schlachten. Ja. Das würde mich jetzt auch interessieren und vielleicht auch die Kunden und die Leute in Breitenfurt. Wie läuft das ab? Naja, die Schweine werden eigentlich im Stall, geht immer der Arbeiter geht immer hinein, der füttert sie, was jeden Tag füttert und ausmisten tut. Und die werden dann elektrisch betäubt, also die gehen also nicht wirklich, nicht einmal vor die Türe, also die kriegen gar keinen, die haben gar keine Möglichkeit, dass sie einen Stress entwickeln, weil der denkt sich, er wird gefuttert und ist eigentlich in der Sekunde. Oh. Eigentlich. Mhm. Das wird vergoren. Das ist Milchsäure. Ja, das da stimmt alles bis jetzt, aber welcher Silo vor da ist? Schaut ein bisschen. Sieht man eh. Na Mais natürlich. Na genau. Vielleicht schon gesagt gehört, ja. Der Riegerhof ist zum Beispiel ein Hof, der in Breitenfurt wirklich sich spezialisiert hat auf sehr großflächige Landschaftspflege. Stimmt das? Und was wirklich da ein großes Thema ist, ist natürlich die Kombination unserer ganzen Pferdewirte und Betriebe, die letztendlich den Reitsport hier forcieren. Und da ist er Hauptlieferant mit. Na, das ist schon wieder mehr. Da muss man gar nicht so vorsichtig sein. Nein, der holt schon was aus. Ja. Ah, umgekehrt. Die Organisatoren vom Bodenfest 2016, Doris Bolger, Wolfgang Schredl und Michael Heiblig. Wir wünschen guten